Servus Leute und hallo, wie geht's? Ich habe wieder ein paar schöne Player Picks für euch vorbereitet. 15 Stück insgesamt, Team of the Week und die 81er Player Picks. Dann ziehen wir noch ein paar Picks. Dann spielen wir noch den Cup weiter, Festival of Football. Der läuft irgendwie noch 3 Tage. Das ist auf jeden Fall der aktuelle Plan, wie gesagt. Ich habe mich dann doch nochmal umentschieden. Weekend League gibt es dieses Mal nicht. Im letzten Video hatte ich gesagt, ich werde meine Weekend League Siege alle verschenken. Also eine offizielle 0 zu 20 werden wir machen. Das machen wir dann das kommende Wochenende jetzt. Wenn ich dann nachher die Qualifikationsspiele für die kommende Weekend League, werde ich dann dort auch preisgeben, wann wir die Weekend League, die offizielle, die kommende, jetzt spielen werden, wo ich dann wirklich die ganzen Spiele verschenke. Ich gebe euch genau ein Zeitfenster an. Handelt sich ja auch effektiv eigentlich nur um eine halbe Stunde, maximal eine Stunde, wenn wir so ein bisschen rumquatschen. Und zu der Zeit solltet ihr dann online sein. Aber dazu mehr im nächsten Video. Wir starten 1 von 3, 83 plus Team of the Week. Diesmal Team of the Week am Anfang. Ark, nehmen wir mit. 87. 87 ist immer gut. Kann man doch mal gut brauchen. Noch einen? Jawohl. Oh. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hätte ich vielleicht doch noch ein paar mehr machen sollen von denen, oder? 1 von 4. 81 plus. Diesmal ist es 1 von 4. Ihr müsst da wirklich dann 11 Spieler abgeben, ne? Und 2 seltener. Oh. Wir starten erstmal gleich richtig gut rein, Alter. Was ist denn los, Junge? 3 Walkouts nacheinander. Nicht schlecht, Herr Specht. So kann es meinetwegen weitergehen. Oh, haben wir. Nicht so schlimm. Ja, was soll ich sagen? Läuft. Nehme ich alles mit. Ja, auch den Schrott nehme ich hier mit. Liegt wahrscheinlich weg irgendwie nach. Genau. Mhm. Jetzt sehen wir weiter runter oder weiter oder wie? Was ist denn los, Junge? Come on. So habe ich mir das vorgestellt hier. Ruben Dias. So ein paar Stück haben wir noch. Ah, 84. Heuberg. Stanway. Wie ist denn übrigens euer Tipp? Deutschland spielt ja gegen Spanien. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wie ihr tippt. Würde mich mal interessieren. Also wird echt schwer. Also ich denke mal, Spanien ist natürlich der Favorit, ne? Aber auch diesen Schlag war. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin natürlich für Deutschland und freue mich natürlich auch, wenn Deutschland gewinnt, ne? Aber das wird echt schwer. Ja. Bobel. Und die letzten 4, Leute. Die letzten 4. Come on. Ja, bis auf die 1-2 jetzt bin ich ganz zufrieden mit den Picks. Also ist völlig in Ordnung. Letzten 2 hier. Ramsdale. Gucken wir gleich nochmal rein, was wir jetzt. Ich glaube, einmal 82 hatten wir aber, ja. Ansonsten gut gelaufen. Ja. 85er Duplikat, Shaw und sonst einmal 82, einmal 83. Ansonsten alles höherklassig. Also kann ich mich jetzt echt nicht beschweren, ne? Dreimal 89 so dabei gewesen. Das ist völlig in Ordnung. So, wir starten mit 78 mal 2. Let's go. Aber ich glaube, davon haben wir bloß eben. Denn jetzt schon weiter mit 80 und 83, glaube ich, die Packs. Ja, ist okay. Ziehen erstmal Wilson. Jo, Wilson. Wilson! So, guck mal, ich glaube, das war so gewesen. 82 und 83er Packs kommen gleich, ja. 80, genau, genau, das eine noch. Und dann sind ja hier alle 83er. Okay, dann machen wir das. Mal gucken, ob wir unseren Newton Parejo wieder ziehen. Da bin ich gespannt. Ist ja eigentlich immer so gewesen, ne? Oder EA hat mich wirklich gehört, dass ich den jetzt nicht mehr jetzt ziehe. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, den zieht bestimmt noch 30 Mal. Also dreimal habe ich auf jeden Fall schon wieder gezogen. Blondell. Immer super, wenn man so ein 83er Pack hat. Man hofft ja immer, dass es ein bisschen höher ist. Ja, und dann kriegt man wirklich einen 83er. Ja, das freut mich auch immer sehr. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Wir machen auch irgendwie noch ein größeres Pack auf. Eht das, glaube ich, noch mit bei. Ich möchte meinen, wir könnten das auch gleich auch machen. Ich möchte meinen, da ist noch irgendein 20er Pack. Ob die 82 mal 20 oder 83 mal 20? Lasst uns das mal aufmachen. Hier und Eriksen. Irgendwo, bevor wir jetzt hier die ganzen 83er ziehen, machen wir das auf jeden Fall erstmal. 81 mal 10 und 83 mal 20. So, come on. Ja, nehmen wir halt einen normalen Goldspieler, ne? Und... Ach nee, ich zieh mir erstmal Ödegaard, Alter.
Ja, das ist ein 83er Pack, ne? Ja, naja. Hängt da noch zwei dahinter, der wäre auch ganz gut. Ja, Parisio, da ist er doch, Leute. Da ist er doch. Ich hab's doch gesagt. Ich hab es doch gesagt, Mann. Geil. Herrlich. Er ist auch wieder runtergegangen. Mann, der war so schön auf 8000 gewesen, Alter. Ein paar schöne Duplikate hier. Auch wieder ein Goldspieler. Na super. Naja, naja. Hinter noch. Ich hab dafür nochmal das schöne Länderspielpack vorbereitet, Leute. Wo ist es? 84x10? Nee, 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 nee. Da ist ein Top-Länder. Top-Länder-Pack 84x10. Ich bin gespannt. Let's go. Jetzt. Xavi. Ja, zum Testen. Ich bin gespannt. Preisvergleich. 130. Ach, nicht mal. 115. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt jetzt. Sehr schön. Aber jetzt können wir ja doch nicht mehr bis 15 Packs runterziehen, weil ich habe ja so viele Spieler schon abgegeben in den Tauschvergängen wieder. Also kriege ich ja auch wieder immer irgendein Pack. Also ziehen wir nicht bis 15 Packs runter. Ne? Bin ja jetzt schon wieder bei 26 Packs. Dann können wir nämlich auch gleich mal Xavi testen. Weg. Die ganzen 83er Packs wegmachen hier. Mit nächstem Mal haben wir dann ein paar schöne 84er Pack. Packs. Rüdiger, habe ich gerade abgegeben, Mann. Habe ich gerade abgegeben. Ewigen halt nochmal ab. Kommt da nochmal irgendwas Cooles jetzt so? Brozovic? Ist jetzt auch nicht so cool, ne? Waren denn noch 84? 83? Ist doch nicht euer Ernst oder was? Ey, wollt ihr mich verarschen, je? Oh, 83er Packs sind weg, 84. Ja. Jo, nehmen wir mit. Also wird das nie weiter. So komme ich ja nie weiter runter, ja? Wenn ich immer nie die Karte habe. Ja doch, jetzt wird das langsam was. Right. Alright. Habe ich nicht. 84 mal 2. Oh, letzte Pack gönnt wieder. Nicht schlecht. Come on. Come on, boy. Zwei Stück in einem Video, Leute. Eigentlich müsste ich weitermachen, ne? Ach, come on, Alter. Hör doch auf, ey. Wie kann denn das sein? Wie kann ich denn zweimal den gleichen Spieler ziehen? Das ist ja wirklich lächerlich, ey. Kann man Xavi abheben? Machen wir jetzt noch ein Tots-Upgrade, Leute. Dafür machen wir jetzt noch ein Tots-Upgrade. 90 plus. Aus allen Tots. Bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir da noch mal so ein 92er ziehen. Das gefällt mir richtig gut. Am Maximal, damit kann ich arbeiten. Ja, 160.000. Nicht schlecht. Also lief wirklich gut. Lief echt super, muss ich wirklich sagen. Als ihr neu seid hier und mein Team noch nicht kennt, Leute, so sieht das auf jeden Fall aus. Jetzt spielen wir damit den Cup. Spielen wir hier wieder gegen zwei jetzt hier. Zu langsam, Alter. Nein, Quatsch. Wie kann ich denn... Alter, geht nitte. Weil der Torhüter mich jetzt gefault hat? Im Leben nicht, oder? GG's. Stark, come on, ey. Leute, da habt ihr das gesehen? Ich hab da wohl eindeutig im Ball gespielt, oder was?
Ich kann nichts dafür. Ich kann wirklich nichts dafür. Unten rechts war. Oh, haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Ich habe mal Füllkrug reingebracht, Junge. Oder Lücke. Oder ich. Oder wir kriegen einfach ein Gegentor, weil wir halt so dämlich gespielt haben. Ich krieg jetzt noch einen Elfmeter, Alter. Ich krieg jetzt noch einen Elfmeter. Hier ist einmal ein Füllkrug hier, Junge. Voll durch die Augen, pass auf. Oh, hat er gehalten, Junge. Ich hab gedacht, der springt nach der Seite. Ist ja halt nicht so schlimm. Passiert, ich hätte ja auch in der Ecke schießen können, aber nee, wollte ich ja nicht. Oh, Fabi macht die erste Butze, Junge. Oh nein, was ist denn das für ein schlechtes Tor gewesen? Ein bisschen schlecht verteidigt, aber auch ein ganz schlechtes Tor gewesen. Hä? Hab ich gar nicht verstanden, warum. Was war denn das für ein Ping-Pong jetzt gerade? Also nee, der Tor will ich nicht. Ich sage ja, wir müssen einfach nur wieder den Spaß am Fußball wiederfinden. Gut Leute, wir sind jetzt hier zum Ende gekommen, damit das Video hier, wie gesagt, nicht ganz so lange wird. Die anderen Spiele mache ich dann entweder mache ich die offline oder wie gesagt, wir machen die nächstes Mal zusammen, weil ich ja eigentlich bei der Qualifikation zur Weekend League dann auch bloß die 4 Siege brauche und den Rest dann auch verschenke. Das heißt natürlich, da wird das Video ein bisschen kürzer und dann können wir ruhig den Cup hier noch ein bisschen weiterspielen. Dann holen wir auch die letzten Siege, die wir dann noch brauchen. Und werden dann wahrscheinlich auch noch die Packs öffnen. Also das nächste Video wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden. Muss ich mal gucken, aber irgendwie so ist der Gedankenplan. Und in der Qualifikation werde ich Bescheid geben, wann ich genau online bin zur Weekend League. Welchen Tag und welche Uhrzeit. Damit ihr wirklich die Möglichkeit habt, gegen mich das Spiel zu gewinnen. Weil ich gesagt habe, ich mache 0 zu 20 und verschenke alle meine Spiele. Bis dahin, macht es gut.